Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake 2. So, wir sind jetzt hier nach wie vor im Pflegeheim Die nächsten Schritte Valhalla. plane ich über die Falltafel. Genau, das wollte ich auch gerade machen. Jetzt schauen wir doch mal, was können wir denn hier machen. Also Lunchbox vom Pflegeheim in Bright Falls. Genau. Zack, die setzen wir mal dahin. So, was haben wir denn dann noch? Geschichte können wir vermutlich weiterhin ignorieren. Die Anderson-Brüder. Saga drückte auf den Wähler. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Okay, da ging es dann. Sind hier ein Tor? Na, Übergangsritual. So. Laut der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite es vorher? Spiele ich die Geschichte nur mit? Schauen wir mal so. Genau, dann haben wir noch eine Manuskriptseite. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an. Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters. Das Wehklagen eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen. Er versank in der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Tor zu erkennen. Ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang Licht herein. Das war die Stelle, an der Tor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. So, Profiling. Wir können Odin profilen. Die Platte. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Okay, das Museum. Jetzt ist dann wieder nur die Frage, wo ist das Museum? Also es gibt nur eine Kopie der Schallplatte. Er hat sie im Museum aufbewahrt, vom Pflegeheim. So. Was haben wir noch? Fuck gegen Fiktion. Odin, Mama ist mit mir weggezogen wegen Thor. Thor wollte sich entschuldigen, aber er hatte nie die Gelegenheit dazu. Verbindung zu Thor und Odin. Genau. Und ja, ihre Mutter heißt Freya, sprich, die haben wirklich, ja, ein enormes Fable für nordische Namen. Freya kennen wir auch aus God of War ganz gut. So, das Schuhkarton, können wir da eigentlich auch Sachen reinlegen? Ich glaube, ja, oder? Tatsache. Ja, okay, dann müssen wir mal gucken. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir nicht brauchen? Okay, lassen wir es erstmal so. Dann, genau, suche Museum des Pflegeheims nach der Schallplatte. Also zu Odin brauchen wir dann jetzt nicht mehr gehen, oder? Weil ich glaube, vorher hieß es, wir sollen zu Odin. Aber... Na, der ist weiterhin nicht ansprechbar. Okay, da ist jetzt halt nur die Frage, dass das Museum vom... Ach, guck mal, da haben wir noch eine Manuskriptseite. So, schauen wir uns auch direkt an. Odin Anderson rührte sich in seinem Bett. Seine Sicht war verschwommen, verschmiert. Er fühlte sich wie von einem Meer aus dunklem Wasser erdrückt. Durch den Dunst konnte er Saga ausmachen. Odin fühlte sich nutzlos. Er wünschte, er könnte Saga erzählen, wie seine Grimassen sie zum Lächeln brachten, als sie jung war. Zu jung, um sich daran erinnern zu können. Odin machte immer Witze darüber, dass Thor ihr Großvater war, doch er war der Allvater. Er musste schmunzeln. Odin war der freundlichere der Anderson-Brüder. Thor fehlte es an Geduld, er war temperamentvoller.
Die Brüder stritten oft, aber waren unzertrennlich. Nun war Thor verschwunden, in die Dunkelheit gezogen. Odin konnte spüren, ihre Zeit lief ab. Oh ja, ihre Zeit läuft ab. Okay, dann schauen wir jetzt aber mal das Museum. Büro, da haben wir Gespräche. Das Museum ist... Guck mal, dazu Arti können wir auch nochmal... Und da ist das Museum. Das ist aber auch ein bisschen blöd gemacht, oder? Weißt du, überall, fast überall, steht quasi im Raum drin, was es ist. Und da, beim Museum, ist es dann anders. Aber gut, dann schauen wir uns erstmal das Gespräch hier an. Was können wir denn hier für ein Gespräch führen? Willkommen beim Notfallsammelplatz. Ist irgendjemand nicht aufgetaucht? Ein paar. Arti, Gail, Cynthia. Wenn sie bis jetzt nicht hier sind, kommen sie nicht mehr. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Weil wir gerade davon sprechen, unser nächtlicher koffeinfreier Kaffeeservice verspätet sich wieder um eine halbe Stunde. Na, wenn ihr sonst keine Probleme habt. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges an Miss Weaver aufgefallen? Nur, dass Thor die arme Frau nicht in Ruhe lässt. Dieser Rüpel denkt immer nur an das eine. Cynthia ist herrschsüchtig geworden. Schwimm eine Runde im Teich, Norman. Trink Wasser, Norman. Niemand sagt Norman McDonald, was er zu tun hat. Okay. Ihr solltet hier draußen bleiben, bis es wieder sicher ist. Ich bin froh, hier rauszukommen. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Bright Falls und kann mich nicht an dieses Gebäude erinnern. Komisch, oder? Das Haus war schon immer hier, Norman. Erinnerst du dich noch an die arme Nora, die im Bunker ertrunken ist? Die Andersons haben es so billig bekommen, weil es dort spukt. Aber Qualität hat ihren Preis. Gut, ich glaube, die anderen Dinger hier sind die Verletzungen und so weiter. Ist relativ egal, oder? Alles in Ordnung? Sie bluten ja. Oh, wie ist das passiert? Oh nein, Mandy May. Oh nein. Heul nicht so rum, Norman. Das ist doch nichts. Ich habe mich nur beim Stricken dieser Riesendecke gepiekst. Na dann. Hallöchen. Deine Radiosendung. Sind Sie Pat Maine aus dem Radio? Das bin ich. Und Sie sind die Bundesbeamte, von der alle sprechen? Haben Sie vielleicht irgendwann Zeit für ein Interview? Tut mir leid, ich habe es im Moment ziemlich eilig. Aber ich mag Ihre Show. Sehr informativ. Vielen Dank. Bei Qualität darf man keine Kompromisse eingehen. Ja, passt schon. Wir würden Sie zu gerne in unsere Show einladen. Meine Zuhörer und ich. Kann ich jetzt weitergehen? So, weil wir haben... Genau, ich glaube, hier im Wellness Center haben wir nämlich auch noch was. Und damit Rose, das dürfte Rose sein... Haben wir auch noch ein Gespräch offen. Dann würde ich sagen, wir drehen hier eine kurze Runde, gehen dann zu Rose und dann gehen wir rein und holen die Schallplatte. An sich müssen wir jetzt hier reinkommen mit Rose Schlüssel, den sie uns gegeben hat. Ach, guck mal, hier ist nochmal so ein Bürgermeister-Ding. Bürgermeister-Setter, ihr sitzt ich im Rathaus. Kann gar nichts lesen. Ah, nee, Quatsch. Nicht mit Rose Schlüssel. Stimmt, hier ist er so oder so offen. Weil wir ja hier entriegelt haben alles im Sicherheitsraum. So, da ist eine Jacke. Jetzt schauen wir mal hier im Personalraum. Kommen wir da rein? Ja. Okay, gibt es hier irgendwas von uns? Weil wir brauchen ja eigentlich auch immer noch diesen einen Türknauf. Was haben wir da? Da haben wir Munition. Und sonst, was haben wir hier noch? Irgendwelche Unterlagen vielleicht? Okay, da haben wir dich und da haben wir tatsächlich den Türgriff. Warum liegt da ein Türgriff? Na gut, ist ja... Ja. Hinterfragen, was man nicht, freuen wir uns lieber, dass wir ihn haben. Und dann schauen wir mal, können wir dann eigentlich... Guck mal, da können wir sogar hier rein und müssen nicht extra... Wo kam das denn gerade? Ja, Moment mal, und... Genau, hier haben wir noch was zum Untersuchen. Was ist denn das? Das Ding, das haben wir uns aber, glaube ich, schon angeguckt, aber... Okay, erst wir haben Tag, das da... Dann Monat. Er nutzt das europäische Format. Ah ja, warte mal, die Falltafel, das ist aber... schauen wir mal, die Anderson-Brüder, gehört das dahin? Na gut, das Computerpasswort, das haben wir ja sowieso schon, das,
Ist also egal. Gut. Dann, genau, können wir jetzt hier nämlich den Türgriff ranmachen. Was haben wir da? Wieder eine Manuskriptseite, okay. Hier haben wir wieder so ein... Ein braves Reh. Ja. Wieder was zum Streicheln. So, bitteschön, haben wir gestreichelt. Und haben wir hier... Ach, guck mal, da haben wir... Inventar voll. Warum ist denn unser Inventar voll? Wir haben doch hier theoretisch noch genug Platz. Na gut. Dann, warte mal, haben wir hier nicht eigentlich auch noch so ein Safe Room? Weil dann können wir nochmal schnell in diesen Safe Room rein. Können ein bisschen Platz im Inventar machen. Weil die Pfeile brauchen wir zum Beispiel nicht ohne die Armbrust. Und dann können wir das nämlich das Jagdgewehr mitnehmen. Dann machen wir das nochmal eben ganz, ganz schnell. Wo war das Safe Room? Hier war das Safe Room. Okay, speichern wir eben. Und wo ist denn hier dieser komische Schuhkarton? Da. Okay, gucke mal, dann brauchen wir... Genau, können wir dich ablegen, komm. So, ablegen. Ablegen und... Dich, können wir dich da eigentlich mit... Genau, drauf. Oder? Nee. Gut, ist ja auch egal, setzen wir dich einfach dahin. So, haben wir das. Dann können wir jetzt eben schnell zurück und hoffentlich das Gewehr nehmen. Aber dann eigentlich, Moment mal, haben wir dann eigentlich auch hier Munition für das Gewehr? Flair, oh, da ist noch eine Manuskriptseite. Da oder wie? Ja, Tatsache. Gut, dann haben wir die nämlich auch. Müssen wir hier durch? Genau. So, und dann müssen wir jetzt das Gewehr nehmen können. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt nochmal die Frage, weil ich meine, ich habe hier mal irgendwas von Traumakissen. Traumakissen. Was war das? Das war Schrotflintenmunition. Okay. Gut, dann schauen wir uns nochmal eben. Was haben wir jetzt hier noch? Tor wird besessen. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt noch? Können wir jetzt hier? Immer noch nicht. Gut, aber jetzt haben wir hier noch die beiden Manuskriptseiten. Elmo war nervös. Seine Handflächen waren feucht. Er senkte sein Telefon. Mulligan, heb nicht ab. Jaco schüttelte den Kopf und deutete auf sein eigenes Telefon. Thornton auch nicht. Elmo gefiel das nicht. Auch in der Werkstatt in Watery ging niemand ans Telefon. Irgendwas war los. Es musste der Schriftsteller sein. Das musste einfach so sein. Die Koskeller-Brüder kauerten im Gebüsch gegenüber der Elderwood Palace Lodge, deren Lichter in der Nacht leuchteten. Sie konnten nicht länger warten. Sie wussten, dass Saga in Watery war, um ihren Wohnwagen aufzusuchen. Jetzt zu gehen, war die einzige Chance, es zu tun, ohne sie zu verletzen. Elmo stand auf und eine Schar von Hirschmasken fixierte ihn. Okay, es geht los. Der Schriftsteller ist das Ziel. Wenn er ausgeschaltet wird, ist alles vorbei. Er schießt den Fäden nur, wenn es sein muss. Dies ist unser großer Moment. Wir wachen in der Nacht. Die Menge stimmte mit ein. Elmo drehte sich zum Hotel um. Er konnte Sagas Partner im Fenster sehen. Elmo klopfte seinen Bruder auf die Schulter. Die Brüder setzten ihre Masken auf. Der Kult des Baums war bereit. Okay. Gefühlt, bin gerade am Überlegen, ob wir das schon mal gehört haben. So, und was war jetzt die zweite? Die zweite Seite, die wir bekommen haben? Okay, aber Return 7, da sind wir doch, glaube ich, noch gar nicht, oder? Eigentlich. So, genau, was ich jetzt mal schauen wollte, die Munition, die lassen wir da jetzt erstmal. Jetzt schauen wir mal zu, dass wir zu Rose kommen, dass wir hier mal ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir hier genug rumgehampelt. Weil wir müssen jetzt ja immer noch diese Schallplatte besorgen. Das ist jetzt eigentlich Prio Nummer 1. So, genau, Rose sitzt immer noch da hinten. Also, Rose. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Oh, ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier.
Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Oh. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein, dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Ellen. Aber jetzt hat sie sie wohl erwischt. Wake ist im Gewahrsam. Wie waren Sie in Kontakt mit ihm? Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben. Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Und was sagt er Ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann, wie ich mich schützen kann, Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch. Wie aufregend! Wake sagt Ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin, also wissen Sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh, Sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass Sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf Sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet Sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Okay, gut. So, dann schauen wir jetzt nochmal eben... Ah, okay, müssen wir jetzt mal ins Haus gehen. Wo genau denn jetzt nochmal dieses Museum war? In welchem Stockwerk? Im mittleren, alles klar. Und wisst ihr was? Um uns das hier für die Zukunft nochmal zu erleichtern? Ah, können wir nicht öffnen. Na gut. Dann hoffe ich, dass es oben funktioniert. So, dann müsste... Genau, ah, guck mal, da ist das Museum, jawohl. Dann Rose Schlüssel. Sehr gut. So, was haben wir da? Rockmusik, okay. Okay, also eigentlich nichts Relevantes. Ah, guck mal. Angers Remorse. Das ist sie. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Okay, meinst du, dass sie dir das sagen wird? Dann schauen wir da. Schauen wir erstmal noch ganz schnell auf die Falltafel. So, da haben wir genau die Anderson-Brüder einmal. Eine Schallplatte fehlt. Das müssten wir... Da, die Schallplatte. Was haben wir da noch? Rose Tor ist Cynthia gefolgt, weil Cynthia... Genau, das kommt dann dahin. So, und dann der Kult des Baumes. Wake erklärt ihr, wie man Besessene tötet. Sie glaubt, dass sie für ihn gearbeitet hat. Ist das bei Wer wird involviert? Genau, tatsächlich. Ah, unter Rose stimmt, der hat ja sogar ihren eigenen Punkt. Okay, passt. Dann Profiling. Fangen wir mit Odin an. Angers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpft wie eine kratzende Hexe. Jetzt ist da wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Anderson weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Jawohl, kriegen wir hin. Und das Spiel hing gerade mal kurz. Dann Cynthia. Thor Anderson. Cynthia hat es auf Thor abgesehen. Warum auf ihn? Kümmere dich um den fiesen Anderson. Sein Herz war gebrochen.
annulliert. Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Okay, dann Engas Remorse. Wo ist Engas Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges, verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Engas Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verkürzt. Sie schrie. Ein Pflegeheim. Die Platte Engas Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Okay. So, dann haben wir wieder was für die Tafel. Die Anderson-Brüder. So, Cynthia versuchte die Platte in der Badewanne zu ertränken. Die Schallplatte, da kommt das hin. Eine Badewanne, ein Teich, ein See. Es gibt einen roten Faden. Yep. So, und dahin. Okay, was haben wir noch? Geschichte ist vermutlich nach wie vor für später. Cynthia gut. Nahm die Platte und ich brachte sie zurück. Okay, dann gucken wir mal Cynthias Zimmer. Da oben. Dann gehen wir mal hin. Ich schätze mal, da werden wir mit unserem Schlüssel eigentlich auch wieder reinkommen. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Der Keller. Danke. Vermutlich im Keller, dann jawohl. Und ich würde sagen, wir schauen dann später in der nächsten Folge in den Keller. Wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Cut und dann sehen wir uns hoffentlich später in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis dann.